Jo, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Bautopia. Ich habe ja mit euch letztes Mal hier diese awesome Schmiede gemacht und ja eigentlich dem Schmied auch hier einen Schlafplatz eingerichtet, aber ich habe lieber deshalb jetzt ein Bierfass unter die Treppe gestellt und ihm noch seinen Dachboden zugänglich gemacht. Hä? Hä? Ist doch viel geiler für so einen Schmied hier, oder? Also ich sag mal, so lebt es sich schon besser für den. Ich habe hier mal Schwerter hingetan, das ist halt der Schwertschmied, ne? Wie man ja auch hier erkennen kann. Der haut zwar da nur Ambosse kaputt auf dem Bild, aber er ist es. Und heute gucke ich mal mit euch, ich habe nämlich weitergebaut, ja, ein bisschen offscreen. Ich habe einmal hier diesen Weg gemacht zum Tempel hoch und ich habe das Hallenbad gemacht, ja. Es gibt jetzt nur so ein Fischding hier. Ich habe noch nichts anderes Cooles gefunden und das zeige ich euch mal. So, also hier geht's rein. Ne? Hier ist schon mal das erste große Becken. Da geht's dann runter zu den anderen. Und hier hinten ist dann direkt anfänglich natürlich hier die Umkleide. Ne? Und das muss ich natürlich auch alles noch ein bisschen schön machen, auch wenn es natürlich schwer ist. Ne? Aber kriegen wir schon hin. So, da machen wir einfach mal, kriege ich so eine Birne hier einfach hin. Kann man die so da hinpacken? Ja, ist ja geil, so eine Birne. Nee, also die ist auf jeden Fall nicht das geeignete Material, um diesen wunderschönen Ort hier auszuleuchten. Aber ich habe gar kein Klo, fällt mir gerade ein. Aber die gehen eh, das sind Römer hier, die gehen eh alle im Wasser. Ne, also so ist ja nicht. Was machen wir? Vielleicht mal sowas hier. Hier so eine Lampe rein einfach, damit es hier so ein bisschen heller ist. So, und gibt es vielleicht so eine kleine Bench? Hier, sowas. Aber die passt hier natürlich nicht. Also klar, ne? Ist klar. Also, dass die Bank nicht dahin passt. Hier so eine ist das. Ne, das ist natürlich nicht schön. Ich weiß, die Umkleiden sind ein bisschen klein. Aber ich glaube, das reicht trotzdem. So, Bench. Wie kann man sowas denn noch nennen? Stuhl? Gucken, wie der aussieht. Hier vielleicht so ein weißer Stuhl. Ja, das ist doch gut. Das reicht doch schon als Umkleide. Da kann man hier reingehen. Die alle können einem dabei zugucken und fertig. Oder man kann duschen davor und danach, ne? So, und aber ich gehe mal mit euch hier in die nächste Etage. Man kann entweder hier die Treppe runtergehen oder man macht es natürlich cool, so wie es auch actionlastig ist und geht einfach hier runter, ne? Sauber. Geil. Hier fällt mir gerade auf, das ist nicht symmetrisch. Hier in der Mitte müssen natürlich zwei von diesen Dingern. Aber das ist dann halt das andere große Becken unten. Hier in der Ecke sind überall die schönen, hier quasi diese Wasserspender, ne, damit man sich mit duftendem Wasser vorher abseifen kann. Aber hier hinten geht es natürlich noch weiter und man sieht schon an dem roten Teppich, es könnte warm werden thematisch. Ne, mal gucken, wer es schon ahnt. Na, ahnt ihr, was hier kommt? Holz, ich gehe mal um die Ecke. Duschen, Sauna, richtig. Und hier sehe ich gerade, das kann aber nicht sein hier, ne? Also scheiße, das ist jetzt der Boden hiervon. Das gefällt mir jetzt aber gar nicht, ey. Wie löse ich das denn jetzt? Da muss ich oben halt die Dusche einen kleiner machen. So, das muss, hier muss, ne, warte mal, was habe ich denn hier? Ach, das ist auch die Seite davon. Nein, wieso habe ich das denn? Okay, dann machen wir es halt hier so, dann greifen wir die Säulen hier auf, dann sind wir schon mal ein Problem los. Die machen sich hier auch ganz gut. Aber das Problem hier, weil ich will natürlich hier von innen Holz haben, so. So geht das nicht. Ich muss nochmal eben darüber, ja? Und dann zeige ich euch gleich richtig die Sauna nochmal. So, was haben wir denn hier jetzt für ein Problem? Jetzt haben wir da das drin. Dann machen wir das doch einfach so. Ha! Machen wir das hier weg. Ne, und dann sind halt hier nur noch zwei Duschen unten. Oder drei. So, haben wir das doch. Zwar unsymmetrisch, aber wir haben es auf jeden Fall gelöst. So, dann wieder zurück zum Sauna-Projekt hier. So, ne, ich gehe mal hier rein. Die Räume sind beide gleich, nur gespiegelt. Ist halt hier unten Feuer in der Mitte. Hier habe ich schon mal so einen Wassereimer hingestellt. Der fehlt noch auf der anderen Seite. Und hier müssen natürlich noch so ein Spice-Rack oder irgendwie sowas hin in die Ecke, damit man hier auch schön sitzen kann. Oder vielleicht Handtücher. Ach, guck mal, da habe ich auch schon einen hingestellt. Okay, Spice-Rack. Nehmen wir doch mal das hier. Das ist das gleiche aus der Küche, aber kann man ja auch hier so in der Ecke mal hinhängen, ne? Dann haben die immer was, was sie auch da dran reiben können. Ne? So, was man in das Wasser tun kann, damit es gut riecht. Gibt es ein Towel? Ah, hier, ein Towel-Halter gibt es. Soll ich hier irgendwo einen hinmachen? Was ist das da? Das ist aber scheiße hier, also. Ah, wieso habe ich denn hier den Boden ausgetauscht? Scheiße, wie löse ich das denn jetzt? Da muss ich das von unten noch einen kleiner machen, halt den Raum. Weil das geht nicht. Hier oben müssen auf jeden Fall Fliesen sein. So, diesmal gehen wir aber da runter, dann müssen wir nicht wieder außen rumfliegen. So, dann machen wir halt hier, das tut dem ja nicht weh, machen wir halt hier Steine rein, die speichern auch noch ein bisschen mehr die Wärme, ne? So, was wollte ich jetzt hier noch machen? Ich wollte ein Towel anbringen, ne? Towel.
Gibt's keins, was rumliegt? Kleine Handtücher, um sich den Schweiß abzureiben. Ist halt hier Full Service alles, ne? Baue ich natürlich hier auch ein. So. Und hier machen wir dann die großen Handtuchhalter hin. Weil das gibt schon so ein bisschen mehr Leben hier in dem ganzen Raum, ne? So, dieser Handtuchhalter. Machen wir mal hier so zwei Stück hin. Dann können die Leute sich dann mal ein Handtuch reinnehmen, sich hier vorher umziehen oder so, ne? Wenn sie Bock haben. Und das finde ich eigentlich schon mal ganz sexy. Aber hier muss noch Licht rein. Wo war nochmal jetzt dieser Kronleuchter bei? Ich vergesse das immer. War das bei Dining? Props? Nee. Das nicht. Nee. Nee. Okay. Ach, hier bei Licht. Ist ja klar. Und hier ballern wir mal einen goldenen rein. Hallo? Something is in the way? Da war doch gerade nichts in the way. So, dann mache ich das halt so. Oh, jetzt muss ich den wieder raussuchen. Oder hier so einen kleinen. Können wir natürlich auch hier hinhängen, aber so geht das nicht. So, ich wollte doch sagen, der passt doch. Ja, das gefällt mir doch schon mal richtig gut hier. Hier ist auch der Flur so ein bisschen. Schön die Candles überall. Und das Holz habe ich hier außen gelassen, damit man auch sieht schon, was da drin ist. Hier draußen plane ich auch noch ein großes Außenbecken. Ne? Also hier ist noch leer. Müsste ich eigentlich einmal voll machen. Und ich mache mal eben Tag. Ist ja schon angenehmer. So, ich mache das mal einmal voll, damit ich hier Wasser reinfüllen kann. Und danach muss ich es wieder wegkloppen, aber sonst kriegt man das halt nicht hin, dass das gleichmäßig hier wird, ne? Und ich hatte hier eigentlich vor, das Wasser von dem Becken hier oben aus abgreifen zu lassen, weil man sieht ja so, das läuft da rein und von hier aus würde ich dann irgendwie hier unten vielleicht zwei so Löcher machen, wo das dann rausläuft oder sowas. Schauen wir mal, wo die rauskommen. Die kommen jetzt natürlich da raus, was mir gar nicht passt. Ich hätte die eigentlich lieber hier. Ich muss ja eh noch einen tiefer. Okay, so, dann machen wir halt drei, die hier rausgehen. So, den machen wir schön wieder zu. Das hier oben auch zu. Hier die drei raus. So, zack. Und dann müssen wir doch nur den und den. Hä? Wo bin ich denn jetzt hier? Eigentlich muss ich da sein, ne? Ja, jetzt läuft es doch da runter. Dann entsteht hier natürlich schon ein krasser Sog, aber mir doch Leute. Ja, so sieht es nämlich aus. So, dann müsste ich das hier aber eigentlich alles weiß machen, ne? Obwohl, ne, das muss schon so sein. So, dann haben wir jetzt nur die beiden, die da rausgehen, ne? Machen wir das mal weg. So, ich muss das hier natürlich aufmachen, sonst läuft hier nichts raus. Und dadurch fällt es natürlich auch gar nicht aus hier von oben. So, okay, dann kommen hier also dreimal Wasser rein. Dann mache ich das hier direkt ganz zu, diese Ecke, dass man hier so rumläuft. Und die Ecke mache ich auch noch so. Sotterle. Ich überlege gerade, mache ich so? Oh. Ja gut, dann wird das natürlich auch zu sein hier. So. Dann müsste ich das alles aber eigentlich noch einen höher machen. Oder nur diese Wand. Finde ich ganz gut, aber ihm gefällt mir nicht, dass das nicht symmetrisch ist. So, und wisst ihr, so nur die drei. Aber gut, passt natürlich zum Becken da drüber. Nee, das lasse ich so. So, Water. Ja, nee, nicht eher Water. Danke. Ich habe hier so eine Spracherkennungssoftware, die macht das nicht so gut. Nein, ist natürlich nur Spaß. So, das Becken, das füllt sich jetzt. So, das haben wir voll. Und jetzt mache ich da noch so Showerheads hin, dass man sich hier draußen auch noch im Wasser abduschen kann. Ach, eine XP-Dusche nicht. Das schenken wir den Leuten nicht, da müssen sie schon noch selber machen. So, machen wir hier mal eine hin. So, hier zwischen dann mal. Oder nee, nur hier. Direkt daneben. So, dann kann man immer da schön in die Dinger gehen. Obwohl, nee, ich mach da auch noch eine hin. Wegen die Symmetrie, weißt du. So. Die reise ich aber auch noch weg. Ich mache hier nur einen breit. So, jetzt muss ich das natürlich auch noch austauschen hier. Och. So, ich sehe doch hier nichts in dem Wasser. So, und jetzt muss ich natürlich gucken, wo war jetzt die blaue Schicht runter? Hier schon? Ja, jetzt kann ich auch was sehen hier. Hier ist der Rand. Eigentlich sehe ich ja, wenn ich ganz zum Rand komme, aber ich muss hier noch einen verbreitern, weil ich das Becken weiter gemacht habe. So, dann kann ich das jetzt schon mal alles wegheizen hier. So, hier noch einen rein. So, jetzt kann ich ja ohne Rücksicht auf Verluste wegkloppen. So. Ich muss mal gucken, ob es da noch weißen Carpet gibt. Dann mache ich das vielleicht außen so Schachbrettmustermäßig. Ich muss gerade aufstoßen. Wir haben zu viel Cola gesoffen. Ich habe hier drunter alles geflutet, glaube ich, ey.
So, das kommt hier rein. So, das kann alles weg. Ja, hier drunter wird erstmal alles geflutet. So. Ja, darunter will man nicht wohnen, irgendwie mal. Sotale. Und ich habe übrigens noch was gebaut, aber das werde ich euch jetzt in der nächsten Folge zeigen. Noch was richtig Cooles. Ist richtig nice geworden. So, und ich wollte euch auch nochmal fragen, also ich brauche auf jeden Fall noch ein paar Vorschläge, was ich bauen soll. Was weiß ich, sowas wie ein Apotheker oder, was weiß ich, vielleicht eine Kfz-Werkstatt. Ne, könnte man ja auch mal versuchen, wie das so aussieht. So, ich will fliegen hier aber unten. Lass mich hier hin. Oder irgendwie was anderes. Müssen wir mal gucken. Ja, weil das noch so... Oder was euch alles einfällt. Labor könnte ich mir noch gut vorstellen. Brauche ich auf jeden Fall noch. Aber ich glaube, da mache ich in so einen Bunker da. So. Das hätten wir zu. Und ich könnte ja eigentlich hier außen einen so eine Reihe lassen, ne? Wieso habe ich das eigentlich jetzt weggeschlagen? So, dass man da außen theoretisch noch sitzen könnte. Dann muss ich die hier wieder entfernen, weil sonst sieht man es leider im Muster. Ne? Na, machst du nicht viel. So, da kann man überall sitzen. Hier muss man, obwohl, doch, hier mache ich das auch hin. Ich mache das einmal komplett ringsherum. Schade, dass so Treppen im Wasser nicht so vernünftig werden, ey. So, dass man, dass das Wasser nicht einfach auf denen draufsteht, wenn man die jetzt ins Wasser baut und da so eine dämliche Luftblase entsteht. Das nervt mich ja schon so ein bisschen, weil das würde echt cool aussehen, so Treppen unter Wasser. So, das machen wir hier hin. Das können wir noch alles wegkloppen hier in der Mitte und dann ist der Außenpool ja schon fertig hier. Ja, nice. So, dann gucken wir doch nochmal, ob es weißen Carpet gibt. Carpet, es gibt weißen Carpet. Habe ich den jetzt nicht reingetan, im Ernst? Gibt's doch wohl nicht. Und ich muss mir echt mal bald einen neuen Stuhl besorgen, weil der knarzt hier immer so. Boah. Jetzt habe ich den wieder nicht reingelegt. Weißer Carpet, da bist du. Ich leg dich jetzt da hin. Arschloch. Oh, das ist auch schon eigentlich ganz cool. Weiß nur nicht, ob man den komplett machen sollte oder nur so ein bisschen so Muster rein. Weil so Muster rein sieht, glaube ich, schon cooler aus. So, hier machen wir noch was hin. Jetzt machen wir hier eine Mitte. Wie passt das denn? Das hat eine mittige Mitte und das auch. Perfekt. Versuchen wir doch mal hier so ein irgendwie cooles Muster hinzubekommen. So. Ja, so einfach. Eigentlich könnte ich den hier zumachen. Dann habe ich auf jeder Seite eine so eine Ecke. Quatsch, den noch nicht zu. Den zu, das hier hin. So, zack, 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 zack. Sieht doch wohl schon mal viel epischer aus. Das muss ich auf jeden Fall jetzt hier drüben auch noch machen. Richtig cool, ey. Okay, so. Man muss halt manchmal ein bisschen rumprobieren und dann findet man auch was Cooles, ne? So, mache ich das einfach so? Ne, ich mache das in der Mitte gesplittet. So, zack. Zack. Obwohl ich noch überlege, vielleicht das so zu machen. Dass das quasi so ein bisschen optisch getrennte zwei Becken sind. So, gut, dass ich unendlich tauchen kann. Finde ich auch ganz cool. Und hier oben muss ich mir jetzt auch noch was einfallen lassen. So. Ist ja, glaube ich, ein bisschen breiter, ne? Das ist hier das Babybecken. Wie immer, irgendwo oben so. Wo die Eltern gut gucken kann, ob nicht irgendein Pädophiler kommt und das Kind klaut. Was ist das hier? Das sind zwei breit. So. Zack, zack. Zack, zack, zack. Okay. Macht es jetzt natürlich ein bisschen schwerer, dass ich hier nicht durchgucken kann, ne? So. Das machen wir mal so. Obwohl, nee, hier kann ich das gar nicht machen. Scheiße. Dann mache ich hier oben lasse ich so, weil hier drunter wartet nämlich noch eine Überraschung. Ja. Die, also wer jetzt noch dran ist, der hat Glück gehabt, ja. Und der kann dann auch seinen anderen Freunden mal erzählen, die ein bisschen früher ausgeschaltet haben. Denn hier ist noch die Liebespuffhöhle, ne. Also das braucht doch jedes gute Schwimmbad. Ein Sexbecken, ne. Und das ist hier in dem Raum. So, erstmal hier das Wasser vernünftig machen. Und hier seht ihr, ne, der Schweiß der vergangenen Aktion hängt noch in der Decke und da ist es schon durchgekommen. Fuck. Das ist natürlich unschön. So. Das ist aber doof jetzt. Ne, ich lasse das Becken einfach so und mach das alles hier wieder zu. So, aber das finde ich schon mal geil. Da oben müssen wir es leider so lassen. Oder ich mache das Becken noch einen höher. Das habe ich heute geschafft. Bisschen Deko habe ich in der Dingens geschafft, in der, ach mein Gott, in der Sauna, ja. Und nächstes Mal gehe ich mit euch zu dem, was hier drunter ist, nämlich in das Gasthaus, ja. So einen kleinen Peak gibt's schon mal. Aber, ne, wie gesagt, heute war das Schwimmbad dran, nächstes Mal Gasthaus. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.